zusammen und herzlich willkommen in einem weiteren Video. Heute möchte ich euch ein bisschen was zu den verschiedenen Reifen am M2 sagen. Ich habe den M2 auf der Rennstrecke gefahren mit dem Pilot Supersport. Das sind die Standardreifen, die es sozusagen ab Werk gibt, die standardmäßig am Fahrzeug verbaut und montiert sind. Und da muss ich sagen, hatte ich auf der Rennstrecke, wie ich ja schon öfter erwähnt habe, immer so ein bisschen Temperaturprobleme. Bedeutet, die Reifen sind sehr warm geworden. Das kommt natürlich auch aufgrund der großen Bremsanlage, die ich fahre. Nichtsdestotrotz war es so oder ist es so, dass diese Pilot-Supersport-Reifen auch einen relativ hohen Verschleiß hatten, wenn die warm geworden sind. Also sprich, die vertragen die Hitze nicht so gut wie zum Beispiel ein Pilot-Cup-Reifen. Oder ein Michelin Cup 2 Reifen, besser gesagt. Und in dem Video möchte ich euch eben einmal zeigen, wie sieht das aus, wenn so ein Pilot Supersport zu heiß wird. Was passiert dann mit dem Reifen und mit der Gummifläche auf dem Reifen? Da habe ich hier einige Bilder gemacht. Das sieht wirklich ja, heftig aus. Da ist ziemlich viel weggeschmolzen. Und dann zeige ich euch nochmal im Vergleich, wie sieht sozusagen das Bild aus, nachdem ich den Cup 2 Reifen gefahren bin. Gleiche Rennstrecke, auch beide Reifen auf Hockenheim bewegt und beides Male 45 Minuten, ich glaube 5 Stints oder so, das heißt also wirklich auch eine lange Zeit gefahren und da sieht man dann schon einen deutlichen Unterschied in Sachen Reifenverhalten bzw. wie der Reifen mit den Temperaturen umgeht und wer das Fahrzeug auf der Rennstrecke bewegt. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen, der sollte sich auf jeden Fall in Richtung Cup 2 Reifen oder noch etwas professionelleres orientieren, da die einfach mit der Temperatur viel, viel besser zurechtkommen als so ein Supersportreifen. Bei dem Supersport ist auch noch zu sagen, da hatte ich auch ein bisschen Sturzprobleme, deswegen seht ihr da vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dass die Flanke relativ stark abgefahren ist. Das war sozusagen noch in der Phase, wo ich das Clubsportfahrwerk am Einstellen war und da habe ich mit etwas humaneren Werten gestartet und hatte dann zu wenig Sturz. Und hier sehen wir jetzt, wie so ein Supersportreifen von Michelin aussieht, nachdem ich ihn, ja, sage ich mal, vielleicht 3 oder 4 Stunden lang bewegt habe auf der Rennstrecke. Man sieht also hier, ist aufgrund der Temperatur sehr viel Pickup drauf. Es ist aber auch so, dass jetzt hier an der Flanke eben zu sehen ist, dass da wirklich komplett die Oberfläche des Reifens oder das Reifenmaterial schon komplett weg ist. Das heißt also, er ist jetzt nicht so super temperaturbeständig. Von der Innenseite an der Felge sieht man auch jede Menge Gummiabrieb, der sich da festgeklebt hat. Das heißt, nach dem Trackday würde ich auch immer empfehlen, dass ihr eure Reifen bzw. die Felgen Innenseiten mal sauber macht. Nicht, dass da Unwuchten entstehen, weil da irgendwo besonders viel Gummiabrieb klebt. Das ist ja praktisch dasselbe wie nach einer Unwucht ein zusätzliches Gewicht. Hier auch nochmal ein weiterer Reifen, wo man auch sehen kann, dass da eben jede Menge Pickup und aber auch Reifenmaterial vom Reifen selber geschmolzen ist und dann sozusagen die Oberfläche auch ja, sich komplett verändert hat. Das heißt, dieses eigentliche Reifenmuster ist an vielen Stellen gar nicht mehr richtig zu erkennen, sondern ist wirklich komplett verschmolzen und der Reifen hat überhaupt gar keine saubere Auflagefläche mehr. Also das hat dann auch einige Zeit gedauert, bis ich den Reifen wieder sauber fahren konnte. Und jetzt springen wir sozusagen zu dem neuen Reifensatz. Das ist jetzt der Cup 2 Reifen von Michelin. Hier ist jetzt der Reifen ganz neu vor dem Einsatz auf der Rennstrecke. Man sieht das also auch, die Flanken sind alle voll in Ordnung, das Profil ist ganz klar zu erkennen. Da ist also alles wunderbar. Von der Reifengröße bin ich auch gleich geblieben, vorne 245, 35, 19 Zoll und hinten 265, 35, 19 Zoll. Also die Standardgrößen am Fahrzeug. Hier nochmal der Hinterreifen, auch da ist komplett neu. So wie das eben sein soll. Und jetzt nach dem Einsatz auf der Rennstrecke, wir sehen klar, der Reifen hat ein bisschen gelitten, ne? Das ist ja, wie gesagt, so 3-4 Stunden Einsatz, das geht auch nicht spurlos vorbei, aber was wir auch sehen können, die Reifengröße jetzt hier Hinterreifen, ich wiege den auch nochmal, dann wisst ihr auch, was denn gewichtstechnisch da sozusagen Felgen-Reifen-Kombination ist, aber eben auch in Sachen Rennstreckeneinsatz ist der Reifen deutlich besser geeignet, der wird nicht so heiß, es sammelt sich nicht so viel Pickup, die Karkasse oder beziehungsweise die Reifenauflagefläche schmilzt nicht so einfach dahin. Also den Reifen, den Cup 2 oder eben noch irgendwas Professionelleres, würde ich auf jeden Fall für die Rennstrecke empfehlen. Der Pilot Supersport, der ist jetzt nicht wirklich dafür gedacht. Also das kann ich nicht empfehlen, das funktioniert nicht wirklich gut. Und hier sehen wir das ja auch, also der Reifen ist wirklich schön sauber, so sollte das eigentlich aussehen. Und das ist voll okay. Der Reifen wiegt jetzt mit Felge, mit der Standardfelge, 21,7 Kilo an der Hinterachse. Das ist schon relativ viel, finde ich. Und jetzt gucken wir uns auch nochmal das Gewicht an.
an der Vorderachse. Dann haben wir da auch nochmal eine Zahl im Kopf, denn es ist immer so ein bisschen schwierig, offiziell Zahlen zu finden für Felgen-Reifen-Kombinationen. Deswegen, ich persönlich finde es immer ganz schön, wenn man so Vergleichswerte hat. Ich werde auch vielleicht irgendwann noch ein paar andere Felgen kaufen und auch da dann wieder die Gewichte sozusagen in den Videos mit dokumentieren. Dann weiß man, ob es überhaupt Sinn macht, auf eine andere Felge zu wechseln, weil wenn die nicht leichter ist und man das Fahrzeug sportlich bewegen will, braucht man eigentlich nicht auf eine schwerere Felge zu wechseln. Das macht relativ wenig Sinn. Das ist jetzt der Reifen von der Vorderachse, hier der 245/35/19 Zoll. Der sieht ein bisschen mehr mitgenommen aus, aber gut, das ist halt auch, Hockenheim ist halt relativ anspruchsvoll für die Vorderreifen. Und der hat jetzt an der Vorderachse ein bisschen weniger Gewicht mit 2,4 Kilo. So, und jetzt noch ein kleines Beispiel bzw. eine Beispielrechnung, und zwar anhand des Trägheitsmoments oder was würde es denn bedeuten, wenn wir an der Felge und dem Reifen Gewicht einsparen. Die Beispielrechnung basiert jetzt hier auf dem Originalreifen mit der 19 Zoll Felge. Ich habe hier mal zwei Formeln angegeben, die man verwenden kann. Unterm Strich kommt das gleiche Ergebnis raus. Das sind einfach nur andere Möglichkeiten, diese Trägheitsinformationen zu berechnen. Und wir gehen jetzt also her und setzen diese 48,26 cm Felgendurchmesser um in den Radius in Meter, denn das braucht die Formel, das sind dann 0,2413 Meter. Dann gehen wir her, wir multiplizieren das Reifen- und Felgengewicht 20,4 mit dem Radius im Quadrat und erhalten dann eben unser Trägheitsmoment oder unser rotatorisches Trägheitsmoment und das gleiche mal mit einem Vergleichswert von der Performance-Felge. Es gibt einen Performance-Satz von BMW, der ca. 3 Kilogramm leichter ist, die Felge, und bekommen dann eben hier diese unterschiedlichen Informationen. Und wenn wir uns das jetzt in Prozent umrechnen, dann sehen wir eben, dass wir zum Beispiel mit dem Performance-Radsatz ca. 15% Trägheitsmoment einsparen könnten. Ich hoffe, die Infos waren hilfreich und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!